Bring für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin Schwesig, heute ist der internationale Hurentag. Der Tag, an dem seit über 40 Jahren Sexarbeiterinnen weltweit für ihre Selbstbestimmungsrechte, für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen kämpfen. Dass Sie ausgerechnet an diesem Tag Ihr Gesetz auf den Weg bringen, mit dem Sie das Leben der meisten Sexarbeiterinnen erschweren werden, das ist ignorant, das ist eine Provokation oder beides. Ihr Gesetz nennen Sie zwar Prostituiertenschutzgesetz, aber die Schutzmaßnahmen, die Frau Schwesig hier eben beschrieben hat, die finden sich zumindest in ihrer Schutzwirkung darin überhaupt nicht. Sie werden mit diesem Gesetz die Arbeit im Verborgenen fördern, ohne Rechte und ohne Schutz. Sexarbeiterinnen sollen sich mit Inkrafttreten des Gesetzes individuell und persönlich mit Familiennamen und Adresse registrieren lassen. Sie bekommen dann eine Anmeldebestätigung, so eine Art Hurenausweis. Diesen müssen Sie mit sich führen, bei Kontrollen vorlegen. Die Anmeldung ist nicht etwa einmalig und man meldet sich wieder ab, wenn man mit dem Beruf aufhört. Nein, sie muss alle 2 Jahre erfolgen. Was soll das, frage ich Sie. Sie schützen damit nicht, Sie verbessern damit nicht die Lebenssituation der Prostituierten, Sie stärken damit nicht das Selbstbestimmungsrecht, Sie verbessern damit nicht die Überwachung des Prostitutionsgewerbes, Sie bekämpfen damit nicht die Kriminalität oder Zuhälterei. Nichts davon tun Sie. Es sind alles Luftnummern Ihres angeblichen Ziele. Warum also? Die Registrierung ist ein Mittel der Verdrängung und Verhinderung statt des Schutzes. Weil sich eben viele Frauen gar nicht anmelden werden, weil sie sich nicht anmelden können, aus verständlichen Gründen. Das gesellschaftliche Stigma ist noch viel zu groß. Was passiert denn, wenn eine Prostituierte sich dann bei der zuständigen Behörde in der Kommune, wo man sich kennt, sich registrieren lassen muss? Die geht dann hin und sagt, ja, schönen guten Tag, ich will als Prostituierte arbeiten, aber wenn Sie mich beim Elternabend oder beim Einkaufen treffen, dann schauen Sie mich bitte nicht komisch von der Seite an. Der Berufsstand ist nun mal noch in der Schmuddelecke, aber wenn Sie wirklich helfen und schützen wollen, dann müssen Sie genau gegen dieses Stigma wirken, und das tun Sie nicht. Es gibt viele Gründe, warum Frauen in der Prostitution ein Zwangsouting befürchten oder die behördliche Registrierung nicht riskieren wollen. Ihre Familie, ihr soziales Umfeld weiß vielleicht nichts und soll es auch nicht wissen. Der Beruf wird vielleicht nur gelegentlich ausgeübt. Ein Outing gefährdet den Teilzeitjob oder das Sorgerecht im anstehenden Verfahren. Wie auch immer, es gibt viele Gründe. Und ein nicht unerheblicher Teil dieser Personen wird weiterhin sexuelle Dienstleistungen anbieten. Sie tun es dann bei Nichterfüllung der Anmeldepflicht, sie tun es dann aber eben illegal und unter Bußgeldandrohung. Ihr Gesetzentwurf bringt keinen Schutz, es fördert die Verdrängung ins Verborgene, es ist ein Gesetz der Kontrolle. Sie werden die Stigmatisierung verschärfen, anstatt sie zu mindern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch völlig absurd zu glauben, dass sich ein in die Illegalität getriebenes Gewerbe besser überwachen lässt oder die Prostituierte, die dann illegal tätig ist, behördlichen oder polizeilichen Schutz in Anspruch nehmen wird. An wen soll sich denn die Prostituierte wenden, wenn sie denn tatsächlich Gewalt erfährt oder wenn sie wegen der fehlenden Anmeldung oder der Tätigkeit oder dem Angst vor dem Outing erpresst wird? Sie wird eben nicht zur Polizei gehen. Sie haben eben die Anmeldepflicht auch damit begründet, dass damit eine Aufklärung über die Rechte von Prostituierten erfolgen kann oder Prostituierte sagen, sie brauchen ja auch eine Beratung. Das ist eine schlechte Begründung. Information und Beratung kann doch viel besser freiwillig in Beratungsstellen erfolgen. Und wenn es Ihnen um Unterstützung und Beratung geht, Herr Weinberg, dann nehmen Sie doch als Bund endlich mal Geld in die Hand und bauen das Hilfesystem aus. Der zweite Teil des Gesetzes, den Frau Schwesig hier vorgestellt hat zur Regulierung von Prostitutionsstätten, legt Mindestanforderungen für gute Arbeitsbedingungen fest. Das ist im Prinzip zu begrüßen. Aber auch hier schießt die Große Koalition gnadenlos am Ziel vorbei. Die Mindestanforderungen, die Sie festlegen wollen, kann von Großbordellen erfüllt werden, aber nicht von kleinen Wohnungsbordellen. Getrennte Sanitärbereiche für Sexarbeiterinnen und Kunden gibt es auch manchmal, technische Notrufsysteme, getrennte Schlaf- und Arbeitszimmer, das ist für kleine Wohnungsbordelle nicht drin, aber das ist für sie auch nicht erforderlich. Worin besteht denn der Schutz, wenn die Sexarbeiterin in einem anderen Zimmer schläft, als sie arbeitet? Warum braucht es denn teure Technik, wenn sie bei Gefahr rüberrufen kann? Gerade Wohnungsbordelle ermöglichen es den Sexarbeiterinnen, selbstbestimmter zu arbeiten, mit 3 oder 4 oder 5 Frauen in einem kleinen Bordell.
als in Laufhäusern oder eben in Großbordellen. Aber kleinere Wohnungsbordelle dieser Art, die das ermöglichen, werden verschwinden. Sie werden ihr Gesetz nicht überleben. Im Ergebnis fordern sie Großbordelle, und das ist echter Mist. Ich habe ehrlich gestanden den Eindruck, dass Sie sich bei dem Thema vor allem intern gekreist haben und eben nicht mit den entsprechenden Expertinnen und Sexarbeiterinnen geredet haben. Wenn Sie nur einmal den Berufsverbänden und Expertinnen richtig zugehört hätten, wenn Sie die Sexarbeiterinnen ernst nehmen würden, wenn Sie einmal den Bericht des Runden Tisches in NRW gelesen und dann deren Erkenntnisse berücksichtigt hätten, da war ich auch, Herr Weinberg, dann würden Sie wissen, dass die Prostitutionsstätten sehr, sehr unterschiedlich sind und natürlich auch unterschiedlich bewertet werden muss. Ja, Sie können mir eine Zwischenfrage stellen, beantworte ich gerne. Ein Prostitutionsstättengesetz, das auf unterschiedliche Modelle eingeht, das mit Betroffenen ausgehandelte Mindeststandards festlegt und diese mit gemeinsam ausgehandelte Mindeststandards festlegt und dann diese als Grundlage für die Konzessionierung nimmt, das ist sinnvoll und das wird auch von meiner Fraktion gefordert. Zum Abschluss habe ich nur eine Frage an Sie. Nehmen wir mal an, Sie würden mit Ihrem Verhinderungs- und Kontrollgesetz es tatsächlich schaffen, dass Frauen in der Prostitution nicht mehr arbeiten wollen und auch nicht illegal arbeiten. Was dann? Wo sind eigentlich die guten Jobs für Sie? Wo sind die vielversprechenden Ausbildungschancen? Wo sind die bezahlbaren Wohnungen? Und bevor Sie in dieser Art, wie Sie es vorhaben, gegen einen legalen Beruf vorgehen, sollten Sie sich erst mal überlegen, wie Sie diese sozialen Fragen lösen, und zwar nicht nur für Sexarbeiterinnen, sondern für alle. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Frau Schwesig, ich verstehe Ihr Tempo an dieser Stelle nicht. Wir haben am nächsten Montag die Anhörung im Bundestag. Da haben Sie noch mal die Gelegenheit, tatsächlich mit Expertinnen und mit Sexarbeiterinnen zu reden und richtig hinzuhören. Dann soll aber schon einen Monat später hier die zweite und dritte Lesung erfolgen, obwohl das Gesetz erst Mitte nächsten Jahres in Kraft treten soll. Was soll denn das? Hat Ihnen die Union versprochen, dann kommt auch das Entgeltgesetz, wo ja nachher immer noch Nullrunde ist? Oder warum diese Eile? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linke ist dabei, wenn Menschenhändlern, wenn Zuhältern, wenn Ausbeutern der Kampf angesagt wird. Wir sind dabei, wenn Armut bekämpft wird. Wir sind dabei, wenn Selbstständige besser abgesichert werden sollen und an Sozial- und Rentenversicherung teilhaben können. Wir sind dabei, wenn sexuelle Selbstbestimmung gestärkt werden soll und die Betreiber von Bordellen für bestmögliche und sichere Arbeitsbedingungen sorgen müssen. Wir sind dabei, wenn es um mehr Schutz und um mehr Rechte geht. Aber alles das tun sie eben nicht. Die Linke wird ihren Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank. Der Kollege Markus Weinberg hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.